Oh, ja, ich liebe Donuts. Lecker Donuts. Hallo? Donuts. Hallo? Ist da jemand drin? Ich hab gehört, hier gibt's Donuts. Hier gibt's, nein, hier gibt's keine Donuts. Keine Donuts? Hier gibt's, nee, schnell versteck mit dem. Aber ich rieche doch die Donuts. Was ist denn, hallo? Mein Kleiner? Oh mein Gott, oh nein, er ist so hässlich. Oh Gott. Donuts? Oh Gott, wo er ist so hässlich. Ja. Leute, was geht ab? Willkommen heute zurück zu einer weiteren Folge von Adopt Me. Leute, wir sind immer noch hier in unserem Donutladen. Wo ist denn jetzt der kleine Aerosol hin? Hallo? Hey, da gibt's hier viele Donuts, ey. Wann hast denn du das alles hinbekommen, die ganzen Donuts hier zu verstecken? Ich hab die nicht versteckt. Warte, ich will dich zu meiner... Nein, jetzt bin ich in die Dusche gegangen. Toll! Ich wollte dich eigentlich zu meiner Familie einladen. Hey, Kinderzimmer! Toll. Ja, ich bin jetzt hier gerade am Duschen. Kannst du bitte aus der Dusche rausgehen? Ich bin gerade am Duschen. Ich bin gerade in dem Donutzimmer und schlafe hier einfach so. Ja, das und ist dein Kinderzimmer. Ist hier kann auch jetzt eine fremde Frau unterwegs. Kannst du mal bitte rausgehen, Frau? Warte, hier, Mike and Family. Ja, ich will... Oh Mann, wo bist du denn jetzt? Kind? Ich bin im Kinderbett. Ach da. So, laden zu ihrer Familie ein. Sei mein Sohn. Oh, ich sei bin mein Sohn. Sei mein Sohn. Okay, ich nehme dich jetzt mit. Du gehörst jetzt mir. Nur mir allein. Lass dich raus. Okay. Was sollen wir machen? Donuts essen? Nein. Du wünschst dir doch etwas ganz, ganz Besonderes, hast du gesagt. Was wünschst du dir dann, mein kleiner Bubele? Autos. Du wünschst dir ein Auto? Ja. Du wünschst dir ein Auto? Ja. Du weißt doch, wir sind nicht reich. Wir haben doch nur unseren Donutladen und ich wir haben nicht ein, Geld. Ich will ein Einhornauto. Ein Einhornauto? Oha. Ja. Okay, ein Einhornauto. Gibt es leider ich will nicht. Diese Kutsche. Ich will Alter, diese Kutsche nein, die ist voll teuer. Ich will die aber haben. Die kostet 1500 Robux. Ich will die haben. Ich kauf dir da vorne ein Auto. Guck mal. Wie gefällt dir denn das Auto? Ich will die Kutsche. Ich will wie ein Kühlschrank. Guck mal, das hat einen coolen langweilig. Spoiler hinten dran. Langweilig. Sowas, da kannst du mit fahren. Ich will die Kutsche haben. Oder bist du etwa zu arm, Papa, ha? Bist du zu arm, um mir die Kutsche zu kaufen? Ich will die goldene, die linke. Für meinen Sohn kaufe ich alles. Bekommen Sie es jetzt. Ich will deine Kutsche. Oh Gott. Wo ist meine Kutsche? Oh mein Gott. Ich Danke liebe es zu kutschen. Mann, ist das Ding hässlich. Was zwingst du mir hier was zu kaufen? Alter, das Ding da vorne ist richtig geil. Guck mal. Ich wollte schon immer mal so eine Kutsche haben. Jetzt bin ich der König, wie ich behandelt werden soll. Juhu! Fahr noch eine Runde. Bist du jetzt zufrieden? Diese Kutsche? Ja. Vielleicht einfach ich will jetzt mit keine Motor. Kutsche mehr haben. Ich wollte eigentlich, dass Pferde vorne sind. Ich will jetzt doch ein Sportauto haben. Nein, ich will doch auf einem Fahrrad fahren. Kutsche Alter. Ist mir zu pompös. Hier, damit fahre ich dich jetzt rum. Hallo, guck mal, ich habe eine Tochter. Ich habe eine Tochter. Hey, ich will wieder das Männermobil haben. Nicht so ein Peach-Ding. Ja, das hier gibt's auch noch. Oh, die sieht richtig nice aus. Prum-dum-do. Das sind echt voll die großen Spoiler. Ich will aber jetzt einen Sportwagen. Ich glaube, ich hole mir auch sogar einen Sportwagen. Bekommen Sie es jetzt. So, zack. Kostet das? Genug. Genug? Ja. Ah, der Papa hat ja das Geld, alles gut. Ja, das Auto heißt Douglas. Du fährst einfach mit mir, währenddessen du mich am Alter, Arm als ob hältst. Ich jetzt schon festhänge. Was ist das für ein Scam? Richtig guter Autofahrer. Zack. Okay, dann lass mal kurz rausgehen, gucken, was sich noch so ein bisschen verändert hat. Weil, Freunde, es gab nämlich mega viele coole Updates jetzt hier. Oh. Ich will fliegen. Ich kann einfach nicht fahren. Nein, du fliegst jetzt nicht. Doch, ich will so einen Hängegleiter das haben. Das da will ich haben. Wie viel kostet das Teil? Hey, ich will das haben. So ein Donut-Mobil. Das Ding sieht voll cool aus. Ja, ich will ich das will haben. Ich will so ein Fahrrad fahren. Oh, Fahrrad hier, Fahrrad da. Hä? Krieg ich denn so ein Fahrrad? Ich will, dass du mir ein kleines Kinderfahrrad kaufst. Ich mach jetzt hier mein Geschenk auf. Putz, was ist da drinne? Nice, einen Hund, den ich schon 100 Mal habe. Geil. Okay, bist du ready? Lass mal gucken, was der Weihnachtsmann noch so für eine nice... Kaufen, großes Geschenk. Kaufen. Warte mal, habe ich jetzt den Typen angenommen? Nein! Oh, ich bin krank geworden. Ich will die rauswerfen aus meiner Familie. Die haben einen Zauberstab vom Regenbogen ungewöhnlich gefunden. Warte, kann ich die nicht rauskicken? Nein, ich kann die nicht rauskicken. Hier, weißt du was? Hier, mein Sohn, ich schenke dir etwas, okay? So, guck mal, hier. Ich habe einen Zauberstab, siehst du? Kann die mal bitte runter von mir? Geh runter! Ah, was ist das für ein Kind? Hey, guck mal, ich habe so einen Regenbogen-Zauberstab. Sieht da komisch aus. Total fancy, muss ich sagen. Nice. Ich hab noch aber mal, ich würde gerne genug mal wissen, Geld, um mir noch eins zu kaufen.
Ich würde gerne wissen, wie man das Ding hier bekommt. Sagenhaft, was ist da drin? Also man muss sich, glaube ich, öfters mal... Großes Geschenk. Zack. Mal gucken, Geschenk. Vielleicht ist da ja sogar das Ding drin. Wow. Das Ding habe ich auch schon. Oh nein, ich habe ein Plüschpferd. So. Ich gucke jetzt mal, Leute. Wir machen jetzt Unboxing XXL. Was ist das hier für ein Schrott? Ich will keinen Zauberstab. So, mal gucken, was wir... Ich hoffe mal, dass wir Dings rauskriegen. Hey. Was ist das? Ich krieg nur Müll. Jetzt habe ich hier so eine Rassel. Was will ich denn mit einer Rassel? Los, komm schon, mach das Ding auf. Los, komm schon, Bro. Let's go. Was ist das? Ich hab eine Ente bekommen. Ey, die ist ultra selten, die Ente. Echt? Oha, krass. Ja. Geil. Kann ich mich da reinsetzen in die Ente? Ja, kann ich. Warte, jetzt nicht mehr. Oh. Ey, du bist aus meiner Familie rausgegangen. Echt? Laden zufolge treten Sie der Familie bei. Kann ich Ihrer Familie beitreten? Sei mein Kind. Sei, warte, ich mach mal, ich geh mal raus aus der Familie. Zack, zack. Dann geh du aus deiner raus. Familie. Dann geh du aus deiner raus. Ja, in welcher Familie bin ich jetzt denn gerade? Jetzt sind wir wieder in einer Familie. Oh cool, jetzt kann ich deinen Sportwagen fahren. Ich liebe Mann, es, in dieser Familie zu sein. Ich will jetzt dieses krasse Ding haben. Das ist nämlich ganz neu, das ist sagenhaft. Ich will es jetzt haben. Kann ich das nicht fahren? Was ist das hier? Ein Heilzaubertrank? Was will ich denn mit einem Heilzaubertrank? Willst du dieses Donut-Ding haben? Ja, Mann. Aber kann man sich das nicht einfach kaufen? Nein, das kannst du dir nicht kaufen. Das musst du aus den Geschenken rausbekommen. Ich habe jetzt noch langsam kein Geld mehr. Was? Oh nein, ich Papa bin gleich pleite. Wie soll ich denn nur meinen Sohn ernähren? Ey, ich will so nicht haben. Nein! Aber das ist auch sagenhaft. Aber für was brauche ich dieses Kackteil? Sagenhaft. Letztes Dings. Ich habe nur noch 50 Dollar. Also, du musst wahrscheinlich heute... Und dann wieder so ein Schrott. Hier, weißt du was? Das schenke ich jetzt den hier einfach. Geben Sie Artikel. Bitteschön, mein Kind. Nimm ihn. Guck mal, das kann man auch so fahren. Ja. Was guck mal, ich fahr's sogar schon. Da, das Ding, das Donut-Teil. Guck doch. Du fährst damit nicht. Ja, stimmt, ich fahr nicht. Aber man kann sich reinsetzen. Das sah aber gerade voll real aus irgendwie. Ich weiß. Warte mal, ich guck mal gerade. Es sah so real aus. So. Oh. Mhm. Oh ja, genau. Ziemlich teuer der ganze Spaß hier gewesen. Mann, ich will diesen Donutwagen. Oh, okay, weißt du was? Wir besorgen dir vielleicht nochmal einen Spielplatz oder sowas. Ja, tatsächlich gibt es hier sogar einen neuen Spielplatz. Warte, komm her. Wir setzen uns in meinen, hier, Tiffany-Wagen. Komm rein! Der Wagen heißt einfach Tiffany. Und dann gibt's noch Axel. Komm, lass mal mit dem Axel fahren. Ich fahr das Ding heute. Ich fahr auf dir drauf. Dieses Fahrrad! Mitfahrer. Meine Güte, dieses Fahrrad hält das Auto auf. Yeah! Das ist mein Sportwagen. Geh mir aus dem Weg! Aber ich zeig dir jetzt mal den neuen. Voll cool aus, der Sportwagen. Ja, hat ja auch 1000 Robux gekostet. Da will ich doch hoffen, dass das Ding gut aussieht. Und diese Kackkutsche. Kann man das zurückgeben? Kutsche ist doch mega cool, ich mag die. Ja, ja, wahrscheinlich. Kutsche. Warte, ich kann mal kurz gucken. Hier gab es irgendwo was Neues, was man machen kann. Und zwar... Oh, da ist ein Kind. Autowelt. Tunnel zur Nachbarschaft. Spielplatz. Dann lass mal. Nee, das ist der Spielplatz, aber hier gab's irgendwo... Ey, die eine hat ein Skateboard. Wie krass ist das denn? Ich habe auch ein Skateboard, glaube ich. Du hast auch ein Skateboard? Ich glaube schon, ja. Aber hier gibt's... Hä? Die haben es, glaube ich, wieder rausgepatcht. Och, Mann. Gab's hier mal einen coolen Dings? Ja, es gab hier mal einen richtig nicen Wasserpark jetzt, so ganz neu. Was? Vielleicht kommt der, glaube ich... Alter, guck mal, der hat dieses Ding. Warte, ich will das haben. Gib mir das. Ich will damit fahren. Alter, das ist voll cool. Die hat so ein... Ey, das ist gar kein Skateboard, das ist ein Dings. Siehst du das? Das ist so eine Art Hoverboard. Haben die von Fortnite geklaut. Wo gibt's Hoverboards? Alter, alle müssen duschen, siehst du das? Ich muss duschen. Was hab ich denn eigentlich? Ich hab ein Go-Kart. Warte, ich guck mal gerade, was ist... Ich hab Geist, guck mal. Ein Herz-Hoverboard gibt es hier. Ah ja. Ich hab einfach... Hier steht bei mir überall... Ich hab eine Limo. Ich glaube, ich kauf das da mal. Ein Herz-Hoverboard? Och, bitte sieht das jetzt nicht irgendwie so doof aus. Oh nein, es sieht doof aus. Ey. Hast du dir ein Hoverboard geholt? Ja, aber so ein richtiges Kackteil, siehst du das? Oh nein, du hast so ein Ding, so ein elektrisches Hoverboard. Ja, komm her, mein Kind. Wack. Komm her, mein Kind. Komm, lass mal ein Rennen machen. Wer ist schneller, Go-Kart oder dieses Ding, was du hast? Komm her. Warte, so, lass über die Brücke fahren. Ich fahr mit meinem Sohn einfach Dings. Wo bist du? So, da. Hier. So, geh auf die Startposition. Okay, warte, ich fahr gleich rückwärts. Okay, stehen bleiben. Bleib stehen.
Okay. Okay, zähl runter. Dann würde ich sagen: 5, 23, 0. Guck mal, wie schnell ich bin. Alter! No. Alter! Warte mal, jetzt probiere ich das mal aus. Aber wollen wir noch ein Rennen machen und ich nehme diesmal einen Geist? Ah, okay. Ist das Go-Kart schneller oder ist das Auto schneller? Willst du gegen Geist oder willst du gegen das Go-Kart? Mach gegen das Go-Kart. Okay. Warte. Bring, okay. Ding, 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 ding. Okay, bist du bereit? Okay, bist du ready? Ja, zähl runter. 3, 19, 0. Na, na. Und nach links. Aber das Go-Kart ist übelst schnell. Aber ja, ist es, Mann, schneller richtig als mein? Ich glaube nicht. Weiß, ne? Nicht. Ich bin bei mir vorne. Ja, nee, bei mir war ich vorne. Echt? Ja, bei mir war ich vorne. Okay, dann möchte ich, dass du gegen meinen Geist antrittst. Okay, warte, dann mache ich so. Okay, der Geist ist das Dümmste aus dir. Okay, 3, 2, 25, 0. Los. Ah, oh nein. Okay, Leute, ich würde sagen, wir verabschieden uns dann für heute hier mit dem Video. Ich habe eine Menge Geld für dich ausgegeben, Roman. Ich werde jetzt nie mehr mit dir. Ich will nie wieder, dass du mein Kind bist, weil ich einfach zu viel Geld ausgebe für dich. Aber okay, Leute, ich hoffe, das hat euch hier gefallen. Falls ja, lasst 1 Million Daumen nach oben da, damit ich nicht weine, weil ich so viel Geld ausgegeben habe. Aber ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Eine Million Daumen. Tschüss. Woo.